Hallo Leute, ja, es geht weiter und es ist der letzte Part für heute. Wie für mich? Ja. Oh, ach so. Ich glaube, dass ich bisher ziemlich selbstsüchtig war. Ich bin gerührt, dass du diese Waffe nur für mich gebracht hast. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich werde die Dolchschule des Südens übernehmen. Ich sehe es als meine Pflicht an. Danke, Roxas. Ich werde diese Waffe gut benutzen. Reden. Okay, das war jetzt alles. Ja, du magst mich. Du stehst auf ältere Männer. Verdammt. Tastatur muss man richtig machen. Okay, gemacht. Okay, kann ich die auch noch geil machen? An meinen Hals. Also, ich muss erst wissen, auf was sie steht. Auf was steht das kleine Mädchen denn? Okay. Hütte? Haarschmuck, Brot, Süßigkeiten. Okay, Brot und Haarschmuck kann ich machen. Puppenmau. Okay, ich gebe ihr mal ein bisschen Brot. Das arme Kind braucht irgendwas zum Essen. Sonst verkackt es ja eigentlich. Zeigen. Objekte. Brot. Hier, bisschen Brot für dich. Jetzt reden. Okay, der will immer noch nicht. Zeigen. Warte, Zubehör. Haarschmuck war für Kopf, ja. So, so und hier. Okay, sie wird davon nicht geil. Schade, schade, schade. Da gehe ich mal Fania oder Fana anmachen. Warte, war da irgendwas gerade vor dem Tor? Achso, das war er. Ah, ha, 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 ha. Okay, ich rede jetzt mal ein bisschen mit ihr. Hier. Mein Hals, verdammt. Brot, Bonbons, Haarschmuck, okay. Fliege kann ich noch zeigen. Haarschmuck, Brot. Okay, ich kann dir viele Sachen zeigen. Hier. Zeigen. Habe ich die Fliege schon eigentlich gezeigt? Weiß ich gar nicht. Objekte. Brot. Hier. Schon wieder das? Ah, die hat es schon gesehen. Verdammt. Warte, mein Mana. Wie viel habe ich? Okay, das kann ich noch. Ich kann noch irgendwas anderes zeigen. Zeigen. Zubehör. Rücken. Fliege muss ich zeigen. Okay, jetzt kommt bestimmt irgendwas. Scheiße, ich dachte, es kommt jetzt irgendwas. Wie viel Mana habe ich? Verdammt, ich habe kein Mana mehr. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, das verbraucht zu viel Mana. Verdammt. Was kann ich denn noch alles machen? Was kann ich noch machen? Ah, ich komme gleich wieder, wenn ich Mana habe. Okay, ich habe Mana. Mein Hals, verdammt. Ich gehe mal wieder kurz zu... Wie heißt sie wieder? Nanai? Um was zu zeigen oder reden. Warte, was mag sie jetzt wieder? Das muss ich jetzt wieder nachgucken. Ich kann mir das einfach nicht merken. Okay, was habe ich gesagt? Schwerter kann ich... Habe ich geschossen, habe ich Haarschmuck, habe ich Brillen? Habe ich noch nicht. Okay, das kann ich noch alles machen. Zeigen. Zubehör. Gesicht. Brille. Schon wieder das? Achso, das habe ich schon. Achso. Zeigen. Objekte. Habe ich doch. Ich habe eine Flasche. Ja, ich habe eine Flasche. Okay, jetzt redest du jetzt. Redest du jetzt mit uns? Reden. Okay, die sagt nichts. Okay. Du magst mich einfach, das ist so. Das ist einfach so, das ist einfach Liebe. Okay, was wollte ich da an Fana zeigen? Die Flügel habe ich gezeigt, glaube ich. Verdammt, ich habe es total schon vergessen. Zeigen. Warte, ich muss erstmal nachgucken, sonst mache ich irgendwas kaputt und dann kommt da keine Liebe raus.
Haarschmuck, Flügel, Brot, Bonbons. Warte, ich glaube, ich habe hier schon alles gezeigt, oder? Verdammt, ich bin mir so unsicher. Rücken. Verdammt, das habe ich schon gezeigt. Zeigen. Objekte, Puppen. Habe ich das schon? Okay, das habe ich noch nicht, danke. Jetzt sagt sie irgendwas zu uns auch. Nein, sagt sie nicht, okay. Egal, warte, wo gibt's noch ein Mädchen, was ich noch ansprechen kann? Selfie kann ich noch. Sie sagt ja die ganze Zeit, sie steht nicht auf Menschen und so alles, aber ich werde sie ändern. Ich werde sie verkehren. Ich werde sie ganz heiß auf mich machen. Okay. Selfie, was stehst du denn? So. Okay, Selfie. Katana, Armbrust, Haarschmuck, Brillen, Gürtel, Parfüm, Kräuter. Okay, Katana, Armbrust. Okay, 4 von 7 kann ich zeigen. Vielleicht kann ja irgendwas passieren. Ist sie größer als uns? Das weiß ich gar nicht. Waffen. Schwert. Scheiße, mein MB. Ich meine Mana. Wie komme ich auf MB? Reden. Okay. Zeigen. Waffen. Warte, kann ich Armbrust noch zeigen? Hoffe mal. So. Ah, fick dich doch. Mann, wir sehen uns gleich hier wieder. Mit sehr viel Mana. Also bis gleich. Okay, ich wollte nur kurz was machen, weil irgendwas seltsam war. Okay, was für ein seltsamer Mensch. Okay, sie mag mich jetzt. Super. Ganz, ganz super. Okay. Ach, ich wollte eine Mana holen. Also bis gleich. Okay, es geht weiter. Warte, auf was stand sie noch? Okay, zeigen. Okay, ich bin größer als sie. Okay, okay, das ist gut zu wissen. Geschoss. Armbrust. Hier. Okay, sie mag mich langsam. Ich gehe jetzt wieder raus. Sagst du irgendwas? Ja, sie sagt etwas. Ja, du stehst auf Menschen. Das hast du jetzt auch gut gemerkt. Okay, ein Scanner. Mein Hals, verdammt. Haarschmuckbrillen. Okay, das kann ich noch zeigen. Zeigen. Zubehör. Mein Hals. Verdammt. Hier, die Brille. Okay, jetzt wieder rausgehen. Okay, gut, gut, gut. Okay, sie steht langsam auf mich. Super. Ich habe bisher 3 Freundinnen. Okay, was sagst du jetzt? Hey Roxas, du kommst gerade richtig. Komm mal kurz mit mir. Ich habe vor kurzem ein wenig über meinen Vater nachgedacht. Ich verstehe einfach nicht, warum ein Elf wie er einen Menschenstadt regieren will. Ich glaube, er denkt, dass seine Aufgabe ist, fehlbare Menschen anzuleiten. Dann habe ich mich an mein bestimmtes Buch erinnert, das ich zuvor gesehen hatte. Ich dachte, ich könnte für meinen Vater eine spezielle Elfenwundermedizin zubereiten. Elfenmedizin ist wirklich stark. Sie reinigt den Geist und hebt die Seele. Nicht, dass ich sie jemals selbst eingenommen hatte, natürlich. Deshalb will ich dich um einen Gefallen bitten. Entspann dich, ich weiß, wie man sie herstellt. Okay, 3 Wald, 2 Schicksal, 2 Vogel. Okay. Bring sie zurück, wenn du fertig bist. Viel Glück. Okay, also bis gleich. Okay, ich habe die Flasche gemacht und das gebe ich jetzt mal. Vielleicht sagt sie irgendwas Interessantes zu uns. Objekte, Flasche. Ich hasse die Spiele. Okay, ich komme gleich wieder, wenn ich mehr Mana habe. Irgendwas ist gerade passiert. Ah, Roxas, ich habe dich gesucht. Kommst du mal einen Augenblick mit? Okay, du sollst doch ziemlich stark sein. Mich würde interessieren, wie begabt Kalaris Heldenstein wirklich ist. Ich weiß, dass es schon spät ist, aber wie wäre es mit einem Duell? Das wäre geklärt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Kein Kommentar? Nicht schlecht. Ich denke, aus dir könnte etwas werden. Ich kann nicht glauben, dass ein normaler Mensch eine Elfe wie mich besiegt. Nein, ist schon gut. Das nächste Mal werde ich dich nicht schonen. Also schone du mich auch nicht.
und wage es nicht, mich zu enttäuschen. Bis dann. Hä, ich bin kurz noch rausgegangen und es kommt sowas, okay. Also, ich hole jetzt Mana und wir sehen uns gleich. Okay, wieder da, aber irgendwie war es merkwürdig. Wieso wollte sie gegen uns kämpfen, aber egal. Zeigen. Ja, ich zeige jetzt mal die Flasche, die ich für sie gemacht habe. Hier. Du bist zu spät. Warum hast du so lange gebraucht? Naja, was soll's. Solange du sie mir gebracht hast. Bitteschön. Danke, nicht schlecht wie eine Menschen. So, jetzt einmal probieren. Wow, ich platze vor Kraft. Wie, mein Körper fühlt sich so heiß an. Mir schwindelig. Oh, nein. Roxas, nein. Hä, was passiert? Wie, was, ich? Wie, Roxas? Bin ich ohnmächtig geworden? Danke, dass du Sorgen um mich gemacht hast. Sie ist viel zu stark, als dass sie mein Vater geben könnte. Tut mir leid, dass ich dich da reingezogen habe. Ich war so sicher, er will sich freuen. Reden. Okay, wartet mal. Nein. Ach, das zeige ich hier. Was kann ich hier noch geben? Was kann ich hier noch geben? Haarschmuck habe ich das schon gezeigt. Das war keine Ahnung, egal. Zeigen. Zubehör, Kopf, Haarschmuck kann ich ja noch zeigen. Nicht das hier. Das hier. Okay, das haben wir jetzt auch geklärt. Was kommt jetzt? Okay, noch ein Ereignis. Ah, Roxas, kümmern dich die Sorgen eines Mädchens nicht? Es geht darum, dass... Moment mal! Ich bitte dich um Hilfe, lass mich also ausreden. Okay, das ist cool. Mein Vater benimmt sich etwas seltsam. Ich beobachte ihn ständig dabei, wie er sich alleine irgendwo wegschleicht. Ich war gerade dabei, mehr herauszufinden, als du aufgekreuzt bist. Das heißt, dass du mit mir kommst. Beobachten wir, was er tut. Okay. Ah, mein Vater hat das Haus gerade verlassen. Folgen wir ihm. Ja. So geht er jetzt ins Schloss. In diesem Spiel gibt es zu viele Zeitquests. Er ist also ins Schloss gegangen. Lass uns gehen. Versteck dich, Roxas. Worüber könnten sie nur reden? Du hast meiner Tochter nichts erzählt, oder? Natürlich nicht, Sir. Solange ihr euch an euren Teil der Abmachung haltet, ist euer Geheimnis bei mir sicher. Für jemanden, der für Kalela arbeitet, bist du ganz schön gierig. Sagt, was ihr wollt. Menschen sind nun einmal so. Es ist so, als ob man eine Bombe hätte, um sie benutzen wollte. Genau das Gleiche. Warum versteckt ihr es vor ihr? Ich könnte es dir nie sagen, dass sie teils Elfin, teils Mensch ist. Okay. Sie war ihr ganzes Leben lang stolz darauf, eine Elfin zu sein. Und es ist kein Geheimnis, wie sehr sie Menschen verachtet. Weil das Blut abscheulicher Menschen in ihren Adern fließt. Nein, sie darf es noch nicht erfahren. Vielleicht sobald sie die Menschen besser versteht, lernt. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie ein Halbblut ist. Das weiß ich. Aber ich will, dass sie weiß, dass es nicht auf die Rasse kommt. Das sind ziemlich noble Worte. So oder so, ich erwarte die Ware, die ihr mir versprochen habt. Ja. Halbblutprinz Harry Potter. Ja. Willst du jetzt mit mir verarschen oder was? Soll ich jetzt wieder rausgehen oder was? Oh, ich hasse das. Ach, wieso ist draußen? Okay, ich bin hier in der Nähe des Hauses. Vielleicht kommt jetzt irgendwas Neues von ihr. Reden wir kurz mit ihr. Reden. Roxas, was soll ich tun? Ich habe darüber nachgedacht. Ich muss offen mit ihm sein. Aber wie soll ich es sagen? Ich weiß es einfach nicht, was ich tun soll. Depression. Okay. Okay. Ach, hier bin ich den Part und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.